Annalena, danke vielmals für deine Zeit. Ja, war sehr. Ich habe den Film super gefunden und wir sind ja am Ende angekommen. Wie fühlt sich das für dich an? Oh. Nein, wirklich gehofft, der Tag wird nie eintreten. Aber natürlich, allen guter, wie sagt man dem Sprichwort, alles muss ein Ende haben. Oder ja, irgendwie so. Nein, ich war mega traurig, dass es jetzt auch das Ende gefunden hat. Und ich würde natürlich sehr gerne weitermachen, auch mit der Figur Valmira. Weil es hat einfach super viel Spass gemacht und ich habe viel gelernt. Mhm. Und auf was dürfen sich die Zuschauer freuen? Auf wieder viel Action, viel Power von der Valmira, aber auch ein bisschen mehr Nahbarkeit und ja, halt einfach wieder viel Zucker. Ja. Und Valmira möchte eigentlich so ein bisschen zum Star werden innerhalb von der Serie und hat sich dann aber mit der Zeit selber ein bisschen zum Serienstar entwickelt, meiner Meinung zumindest. Hast du das am Anfang gedacht, als du die Rolle bekommen hast? Nein. Also ich habe es nie gesehen. Ich habe eine sehr spannende Figur gefunden, wenn ich das erste Skript gelesen habe. Habe ich so gefunden, wie ist echt ihre Innenwelt und wieso präsentiert sie sich gegen das Aussen so stark und so tough und was bewegt sie eigentlich innen? Und habe dann nicht gesehen, dass es ja, wie sie sich denn so entwickelt. Also es war ein spannender Prozess, zu sehen, wie sie sich über den Verlauf dieser 4 Staffeln entwickelt hat. Und ja. Mhm. Und ich habe gelesen, dass du am Anfang recht unterschiedlich bist zu ihr. Mhm. Oder auch von der Persönlichkeit her. Ja. Hat sich das jetzt ein bisschen geändert? Bist du ein bisschen mehr Valmira geworden oder sie ein bisschen mehr zu dir? Ich glaube, es ist ein gegenseitiger Austausch. Ich höre jetzt zum Beispiel auch Teacher-Rap-Musik, die ich vorher wirklich nicht gemacht habe. Also ich habe das Genre jetzt auch ein bisschen für mich entdeckt, was ich noch cool finde. Und sie hat im Verlauf ein bisschen Nahbarkeit bekommen. Ich finde noch mehr Menschlichkeit. Ja, auch, dass sie ein bisschen mehr Emotionen darf zeigen, was ich sehr schön finde und auch sehr wichtig. Aber ich glaube, sonst sind wir immer noch sehr unterschiedlich. Ja. Und was ist für dich die grösste Herausforderung, sie eben einzuspielen? Die grösste Herausforderung ist, glaube ich, ihre Härte, die sie gegen uns repräsentiert. So wirklich auf Distanz zu sein mit Menschen und nur so auf sich fokussiert, habe ich am Anfang sehr schwierig gefunden. Und irgendwann habe ich dann auch so meinen Drive mit ihr gefunden und auch den Spass daran, so etwas ganz anders zu spielen. Ja. Ja, und von den Szenen her, so ein bisschen, was ist mega schwere Szene für dich? Oder welche Szene hat ultra Spass gemacht? Schwierig war ist für mich, wenn ich in der Valmira sehr abweisend bin und so einfach das Ding, was ich will, durchziehen, ohne irgendwie auf die andere Figur oder Person einzugehen. Das habe ich schwierig gefunden, weil ich immer so gedacht habe, ach komm schon, ein bisschen näher und komm, du hast doch alles Sympathisches da sein. Ja, das habe ich schwierig gefunden. Und sehr spassig sind halt die ganzen Action-Sachen, wenn irgendetwas explodiert oder wenn ich so hat auf den Brief klettern oder ja, das ein bisschen der Nerven kitzelt, das habe ich einfach gerne. Ja. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass für dich wahrscheinlich auch noch speziell ist, dass das ja so ein bisschen deine erste wirklich Rolle ist, also dein erster Berührungspunkt mit der Schauspielerei. Wie würdest du jetzt den ersten 3 Tage mit dem letzten vergleichen? Was hat sich für dich verändert? Also ich habe vorher auch schon kleinere Projekte mitgemacht, mehr in einer Werbung. Und jetzt so eine grosse Figur davon, mich drin zu geben und zu konzipieren und uns zu finden, wer ist denn die Figur, habe ich einen sehr spannenden Prozess gefunden und ich habe unglaublich viel gelernt. Und so der erste Drehtag auf einem riesigen Set sein mit ganz vielen Leuten und dann so zu merken, wow, okay, das beinhaltet das eigentlich alles oder so kann es auch aussehen. Und jetzt am Schluss zu wissen, hey, so kann ich mich in diesem Set bewegen und das sind Do's und Don'ts und ja, einfach so die Sicherheit, die man dann auch in dem gewinnt. Ja, und wo würdest du dich denn in der Zukunft sehen? Wirklich auch so ein bisschen der Schauspielerei oder weniger? Ja, also ich mache sicher weiter mit dem Schauspiel. Ich habe auch schon Projekte, die jetzt wieder anstehen, wo ich mich sehr fest darauf freue, auch andere Figuren davon kennenzulernen und uns zu finden, wie sind denn die Figuren und wie kann ich mich als Schauspielerin in dem entwickeln. Und ja, es wird sicher weitergehen. Mhm. Und bist du dann auch so ehrgeizig wie Valmira? Ich habe das 4 Ei, ja. Ich würde jetzt
andere Mittel wählen, die Ski wählt, um als Schauspielerin weiterzuspielen. Also ich würde jetzt eindeutig nicht über Leichen gehen, wenn ich das so darf sagen. Das ist beruhigend. Ja, ich finde das auch sehr beruhigend. Aber ja, ich bin ein sehr ambitionierter Mensch. Ja. Yeah. Und ich finde, der Bug sagt ein mega schönes Statement im Film, und zwar, dass man manchmal gar nicht so weit muss gehen, um das Glück zu finden, sondern dass es oft sehr nahe ist. Yeah. Wo findest du selber dein Glück? Es ist tatsächlich eine kleine Sache, also mit meinen Menschen, die ich gerne habe, wenn ich Zeit mit ihnen verbringen darf, wenn ich es gut mit ihnen darf haben, wenn ich einfach so darf sein darf im Alltag, ohne grosses Tohu, Wabohu. Ja, das finde ich sehr schön. Und sind dann auch der Cast und Crew so zu deinen Menschen geworden? Wie ist das Verhältnis untereinander? Ja, man wächst schon als Familie zusammen. Also ich finde, wir haben ein sehr familiäres Verhältnis und es ist am Schluss auch ein grosser Abschied und oh nein. Und jetzt haben wir gerade wieder ein Crew-Screening gehabt von der vierten Staffel und es war so schön, mal wieder alle zu sehen und so einen Austausch zu kommen und wer macht was und mal wieder so abzuteilen. Ja, und was wünschst du dir selber für den Joker? So ein bisschen, was sollte man mitnehmen mit dem Film? Als Zuschauer? Ja, genau. Hey, wieder einfach das Joker-Feeling. Spass, Action, Power, Energie, gross, wild und Wallis. Ja. Und ich glaube, das ist genau das, was man erwartet. Mhm. Hast du denn jetzt bei diesem Film auch ein bisschen den Druck gespürt, weil es doch sehr erfolgreich ist? Oder hat es dich auch ein bisschen befreit, weil du gewusst hast, es kommt ja gut an? Es hat ein beides, aber ich glaube, es ist schon mehr, also es ist wie ein größerer Druck gewesen, weil ich ja wie auch diesen Erwartungen habe entsprechen von den ZuschauerInnen, dass es wieder gut ankommt und dass es hoffentlich so rollenentsprechend ist oder wie sie halt die Figur wahrnehmen und trotzdem auch noch mir selber treu zu bleiben und so zu wissen, hey, ich darf meiner Spielintuition folgen und hoffentlich wird es gut ankommen. Und, ja. Und wirst du dann auch noch mit deinen Freunden und Bekannten den Film schauen? Ja. Wir werden dann sicher noch das eine oder das andere Mal ins Kino gehen und mit ihnen schauen oder auch daheim. Ja. Und wie haben sie darauf reagiert, dich das erste Mal so in dem See? Ja, die Reaktionen sind eigentlich wirklich sehr positiv und halt so, wow, es ist ganz etwas anderes oder so haben wir dich gar nicht gekannt. Und ja, meine Familie hat mir dann mein Umfeld hat mir dann auch zurückgeholt, du fliegst viel mehr, jetzt, weil die Palmyra fliegt ja schon eigentlich ab und zu. Und ich habe es dann wie auch in mein Privatleben ein bisschen, also es ist dann wie ein bisschen übergeschwappt, was dann sie gesagt haben, okay, jetzt musst du wieder ein bisschen bremsen. Aber ich glaube, so ein bisschen die tough Art von ihnen kann jeder daraus profitieren oder mit sich mitnehmen. Ja. Danke vielmals für deine Zeit und viel Erfolg. Dir.